Herr Nachbauer, Knalleffekt in der Vorarlberger Käsewirtschaft. Gerade wurde es verlautbart, die Firma Alma wird von der Firma Rupp gekauft. Sie haben kurz vor der Pressekonferenz die Mitarbeiter informiert. Wie war die Reaktion unter den Mitarbeitern? Ich glaube, es ist verständlich, dass die Mitarbeiter nicht sehr überschwänglich auf diese Ganze reagiert haben. Wir sind jetzt doch seit vielen, vielen Jahren Wettbewerber am Markt. Harte Wettbewerber am Markt natürlich. Aber ich glaube, schlussendlich hat dann doch die Zuversicht gesiegt. Und jede Veränderung hat zwei Seiten. Immer eine der Unsicherheit und eine der neuen Chancen und der neuen Herausforderungen. Und ich glaube, die Mitarbeiter sehen das durchaus auch als Chance. Was bedeutet die Übernahme jetzt genau für die Firma Alma? Was bedeutet es für den Produktionsstandort Hart und für die Mitarbeiter? Das bedeutet in erster Linie, dass wir uns als Firma Alma vom operativen Bereich trennen. Das heißt, wir trennen uns von der Produktion von Schmelzkäse und von der Durchkäseverarbeitung. Der Betrieb wird noch für einige Zeit am Standort in Hart verbleiben, teilweise noch bis zu 2 Jahren, wird dann aber Schritt für Schritt aufgelassen. Für die Mitarbeiter bedeutet der Schritt an und für sich keine große Veränderung, weil alle Mitarbeiter 1:1 zu gleichen Konditionen von der Firma Rupp übernommen werden. Jetzt haben wir auch gehört, es wird ein neuer Produktionsstandort im Bregenzer Wald angedacht. Kann man dazu schon etwas sagen? Der Produktionsstandort bezieht sich natürlich in erster Linie auf die Firma Alpenkäse, auf unsere Tochtergesellschaft Alpenkäse. Und das Ziel ist es hier, langfristig einen genossenschaftlichen Leitbetrieb für den Sennereibetrieb, für die Milchverarbeitung zu schaffen.